Es ist auf jeden Fall was anderes. Es sind auf jeden Fall andere Gegenden, als wie ich sie erwartet hätte. Aber andererseits, was erwartet man auf einem fremden Planeten? Also abgesehen von solchen Anblicken. Also die Geräusche von den Viechern, die gehen mir bald richtig auf. Ja, nerven. Und diese Stacheln eben, die waren auch nicht ganz ohne. Mich ärgert es ein bisschen, dass ich so ein paar Rätsel irgendwie keine Ahnung hatte, was ich damit machen soll mit diesen Zahnrädern. Die Wände muss ich nochmal sehen. Oder ich mache einfach weiter und ihr könnt das selber spielen und herausfinden, was ihr da macht. Aber ich werde euch nicht vorschreiben, dass ihr das Spiel kaufen müsst. Ich schlage es euch noch vor. Ich glaube, das ist echt gut. Auf jeden Fall, das ist gut gemacht. Und ich bin begeistert, dass ich so viel trinken kann, ohne Spiel, ohne aufs Örtchen zu müssen. So, hier hat er irgendwas zum Symbol gemacht. Ich habe hier gespeichert und kann entspannt an die Oberfläche gehen. Kreuzung der Straßen 1. Hoffentlich verspricht das, was es hält. Folge dem Pfad, um herauszufinden, wo draußen ist. Neue Zielfrage und spezielle Abschluss der zweiten Rettungskapsel. Was ich gerne mache, und zwar nachdem ich hier geguckt habe und gesehen habe, dass es da schon mal ein Lager gibt. Warum ging's? Ja. Fallschaden, schade. Um es mal jugendfrei auszudrücken. Ich kann ja mal. Ihr Gesundheit bis 25. Operator Health improved. Bei Temperaturen minus 0,1 Grad. Okay, hier drüben gibt es einiges. Aber ich gehe jetzt mal zum Zelt. Beziehungsweise zum Ziel. Und ich wundere mich immer noch, was da so pinkt. Aber das werde ich bestimmt in Kürze erfahren. Wenn ich mich irgendwann hingehe. Okay, hier unten ist die zweite Katze abgestürzt. Ich schau mal, was sich hier finden lässt. Das ist die Nummer 3. Ding! Juris Crash-Tagebuch. All die Jahre, die wir mit Reisen verbrachten, uns gegenseitig kennenzulernen, zu forschen, die ganze Hoffnung verschwunden, als das Schiff in Flammen aufging. Ich weiß nicht, was passierte. Ich weiß nur, dass alles verloren ist. Maria, es war für nichts. Ich habe mich noch nie so allein in meinem Leben gefühlt. Ich wandere ständig über diese seltsame Insel und frage mich, ob ich versuchen sollte, jemanden zu finden. Sie verdienen eine Art Denkmal. Die Hälfte von ihnen ist wahrscheinlich im Meer. Lässt sich Kiemen wachsen und überlebt so. Ich weiß nicht, ob es etwas bringen wird, aber ich werde versuchen, eine Kommunikationsverbindung mit Prolos herzustellen. Die Satellitensonde im Orbit kann als Kommunikationsrelay fungieren, aber ich werde einige Teile zusammensuchen müssen, damit ich ein Signal von der Oberfläche senden kann. Ich frage mich, wie es den anderen Schiffen ergangen ist. Ich auch. Ich habe einen Standort auf dem Hügel für den Funkturm ausgesucht. Ein guter Orientierungspunkt. Vielleicht, wenn jemand noch am Leben ist, wird er ihn bemerken. Wenn mein Arm nicht gebrochen wäre, wäre dies alles einfacher. Ich glaube auch, dass sich die Wunde an meinem Bauch entzündet. Ja, verdammt. Den hat's wahrscheinlich erledigt. Ich bin neidisch auf den Rest der Crew, die jetzt tote Crew. Ha, wenigstens mussten sie nicht allein sterben. Dies alles mitzuerleben. Maria verdient es zu erfahren, deshalb werde ich es weiter. Das Zeltplatz ist da, aber hier ist es irgendwie die Geschichte. Ich
habe die meisten Teile aus dem Schiff auf der Insel gefunden, aber keine Leichen. Ich weiß, dass sie alle tot sind, aber es gibt nicht eine einzige Leiche. Wo sind sie? Ich dachte, das Modul, in dem sich Amon und Fred befanden, ist in intaktem Zustand gelandet. Ich habe alle Grundkomponenten gesammelt, um die Arbeit am Funkturm zu beginnen. Mein Hauptziel ist es, dass die Menschen der Kolos-Kolonie erfahren, was passierte. Die letzten Tage hatte ich ein Feuer am Brennen, um jedem Überlebenden ein Zeichen zu geben. Vielleicht sind sie auf den anderen Inseln. Das kann natürlich sein. Was hattest du denn hier? Zwei Leuchtfeuer, zwei Medipack, zwei Rucksack, ein Feuerzeug, eine Taschenlampe, zwei Leuchtstäbe, eine Maske, eine Batterie. Ein Leuchtfeuer. Der Leuchtstab ist mir wurscht. Viel interessanter finde ich das hier. Natürlich wurde es nicht leicht werden. Ich versuchte ein einfaches Notsignal zu senden, aber das Signal war zu schwach. Ich war zu vorläufig. Ich muss bessere, passende Teile finden, um das Signal zu verstärken und einen Weg finden, aufwendige Nachrichten zu senden. Leere Dosen. Scharf und Multi und leere Tasche. Müssen wieder auf. So. Und in die Höhle. Da liegt er. Ich trinke auch schon Wasser. Ich schwöre, dass ich ein Licht auf einer entfernten Insel gesehen habe. Ich rieb meine Augen rot, um es deutlicher zu sehen. Ich schwöre, irgendwas war dort. Ich versuchte, mit einem Metallstück und Spiegelung ein Zeichen zu geben, aber nichts passierte. Vielleicht war es meine Einbildung. Yuri. Es muss echt sein. Ich sehe es immer wieder, Licht auf der anderen Insel. Aber wenn sie oder es mein Signal gesehen hat, haben sie es weder verstanden, noch haben sie eine Möglichkeit, mehr ein Zeichen zu geben. Komisch. Dieses Tagebuch ist wirklich meine Vertraute geworden. Wer hätte das gedacht? Ich brauche mehr Teile, um den Sender zu verbessern. Dann kann ich Ihnen erzählen, was passierte. All die Leute, die für 15 Jahre ihres Lebens an uns achten. Acht von meinen. Hör mal auf! Aber acht von meinen. Aber ich kann nicht mehr länger allein arbeiten. Ich werde viel zu schwach. Ich kann mich nicht beugen oder meinen Bauch. Diesen Schmerz. Akt 2, der Plan. Ganz unerwartet. Ich bin eine Höhle geklettert, um einem Sturm zu entkommen. Bin ausgerutscht und habe mein Bein zwischen zwei Felsen eingeklemmt. Gebrochen. Ich habe es mit großer Schwierigkeit nach 2 Stunden zurück ins Lager geschafft. Dies ist das Ende. Es wird schwerer und schwerer, wach zu bleiben. Die Wunden fordern langsam ihren Opfer. Besonders die Entzündung am Bauch. Die einzige Hoffnung ist es, weiterzuschreiben, in der Hoffnung, dass jemand dieses Tagebuch findet. Ich versuche, mein Leben mit Tinte zu verlängern. Gott sei Dank gibt es unverwundbares Papier. Man kann nicht aufhören, seine Wunden anzustarren. Menschliche Angewohnheit. Die Faszination mit dem Morbiden. Aber der Geruch ist etwas, was niemand jemals ignorieren könnte. Ich habe nie gedacht, dass eine Verletzung so einen Gestank erzeugen könnte. Wenn ich nur Medikamente hätte. Die Grenze zwischen Realität und meiner Einbildung wird immer verschwommener. Ich dachte, ich hätte detaillierte Einträge über die Konstruktion des Funktums verfasst. Was war nur in meinem Kopf? Habe ich die Seiten verloren? Hat mich jemand gesagt, dass Einbildung eine Überlebenstaktik ist? Ein Narzisst verdient es, alleine zu sterben. Meine letzten Gedanken sind bei dir. Es tut mir leid, dass ich gegangen bin. Was für eine Verschwendung. 15 Jahre, das Trauma der Trennung. Ich bereue es alles. Ich bereue es, meine letzten Momente nicht mit dir verbringen zu können. Es tut mir leid. Es tut mir so verdammt leid. So. Ich habe eine Konservendose, ich habe 2 Rohre und das Kopfschild. Ich habe
noch eine Fackel. Ich hab hier noch einen Stein. Ich bin gespannt, was ich hier noch alles finde. Leuchtkristall. Verschollenes Artefakt. Kreuz und Rosa. Upgrade alle Resistenz. Ja, damit. Und was gibt es hier noch? Ein Ausgang. Das ist schon mal gut. Ausgang ist gut. Und ein Meteorit. Und ein Stein. Verdursten 75%. Okay. Das ist gut. Und wieder Frischluft. Einsteigen. Die Ältesten sprechen von der Zeit, in der die Metallschlangen niederlagen. Silberne Rohre, die mit Energie pulsieren und Wärme ausstrahlen, mit Nivelen. Sie winden sich zu unserer Heimat. Das könnte noch echt crazy werden. Besonders wenn man so ein Tor da sieht. Oder so ein Ping von links hört. Wahrscheinlich ist das dieses Zeug, was immer hier in Blau auftaucht. Halleluja, schöne Bäume. Hier ist zum Beispiel was. Turmteil. Noch ein Turmteil. Data. We got some emergency readings from you before you went dark. We're still trying to get our heads around it. The satellite above Gliese is picking up a weak signal from the surface. Is that you? One potential heartbeat, but it's faint. If you can, please send a sit rep as soon as possible. We can't afford to lose another ship after Solus 4 last month. Human race needs you. We can't last long like this. Okay, wir sind scheinbar nicht die erste Mission, die runtergekommen ist. Operator health improved. Aber jetzt gehe ich hier zur Zielpeilung. Wenn ihr uns fehlt den Weg, den Hügel hinauf. Ach so, von hier aus muss ich starten. Okay. Suche nach Julius nächste Markierung. Okay, Zielpeilung. Dann werde ich mal da hingehen, obwohl ich genau weiß, dass es da oben noch viele so Dings gibt. Aber ich muss mal auch ein paar Turmteile abgeben und nicht nur sammeln. Ja, hier sieht es aus, als wären hier auch ein paar Gebäude gestanden. Irgendwann vor langer, langer Zeit. Das klingt auch mal sehr bedrohlich. Starvation imminent. Ja. Ich habe eine Vermutung, was das hier mal war. Und ja, das war auch mal was. Und zwar lebendiger. Alter Falter. Was ist das hier? Okay, ich muss jetzt unbedingt wissen, was das hier ist.
Schwamm ab, so viel Wasser trocknet sich. Worship Tetelefe. Okay. Es ist nichts Besonderes, einfach nur ein. Probier's. Ja, hier was markiert, okay. Na dann. Zu meiner Zielpeilung und was ist da drin? Naja. Werde ich schon früh genug erfahren. Hier sind noch Schilder. So, das sind zwei. Das ist ein doppelköpfiger. Hier liegt Urda, der Farmer, verstorben im Alter von 36 auf Galia, 18 Jahre nach dem Exodus. Okay, ich bin auf dem Friedhof. Nicht schön, aber sehr. Ja, kommt gleich. Hier liegt. Nee. Wir sahen Adasum, das große Himmelswesen, und zwei seiner Brüder, Ima und Umara. Sie sprachen mit Utuku, standen hoch über ihm. Dann sattelten sie ihre großen runden Vögel und gingen. Ich habe die Brüder nie erst mal erschlafen. Alle sechs Brüder der Adasums. Alle sechs Brüder Adasums sahen genauso aus wie er, nur nicht gebrechlich. Als ich jung war, so groß wie ein Tisch, sahen sie mir nicht gebrechlich aus. Jetzt tun sie es und er tut es nicht. Adasum tut es nicht. Okay. Sehr entspannt. Ich gehe jetzt der Musik hinterher. Tauchermaske. Stein. Okay, ich habe nichts gegen diese Musik, aber. Ruhe, bitte. Ich muss lesen. Muss wohl aufregend sein, von jedem die Leichen im Keller zu erkennen. Ich möchte auch sehr gern im Vertrauen mit meiner Frau sprechen. Sie vergessen immer, dass ich einer von ihnen bin. Ich bin nicht nur eine Überwachungsmaschine. Ich habe nicht nach diesem Job gefragt. Ich habe mich nur für das Projekt beworben. Okay. Pinzieren? Sein Turmteil. Wie ist der Turmteil? Für Turmteile habe ich immer Platz. Nächste Markierung gefunden. Sag mal. Aber hier liegt auch irgendwo was rum. Und zwar Geschichte. Oder die Geschichte geht den Berg hoch. Die ist gleich. Oder? Ja. Okay, hier draußen liegt's. Und wie es aussieht, gibt's hier gar nichts. Finde ich ein bisschen schade, aber muss ja nicht überall alles sein. Chaos, seitdem wir neue Regeln beschlossen haben. Kein Tauschen oder Handeln mit Freizeit mehr. Ohne dass beide Parteien mich informieren. Dies bedeutet natürlich weniger Freizeit, keine privaten Vereinbarungen. Seit der Bekanntgabe hat jeder sowohl Körpersprache als auch Blickkontakt mitgebracht.
Immer schön Ausschau halten nach diesem Pin. Okay. Was zuerst? Obwohl. Kann ich das mitnehmen oder habe ich schon wieder Inventar für? Nichts öffnen. Ich schon wieder, oder? Ein Hund. Ja, mehr oder weniger Hund. Schlafmangel. Oha, eine Burg. Geilomat. What? Okay, wenn ich hier runtergehe, bin ich dann sicher? Ja. Ja. So, ich bin schon auf der Treppe. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Und auch nicht damit, dass hier einer liegt, der nicht rein kann. Aber vielleicht kann ich ja 4 Stunden warten. Er sagt mir zumindest, es wird nicht empfohlen. Er sagt mir nicht, ich bin da. Das System hält mich nicht davon ab. So. Dehydration imminent. Das glaube ich. Hier komme ich noch nicht rein. Und was hast du? Atkin versuchte Goni zu schlagen. Adasums Bruder. Er schrie Adasum an, uns zurück nach Hause zu bringen, aber bevor er ausholen konnte, erhob Adasum seinen Stab und Atkin fiel. Seine Augen schließen sich nicht mehr, seine Zunge bewegt sich nicht mehr. Dieses Gepinge gibt mir auch so ein bisschen auf den Senkel. Und ich weiß nicht, warum ich jetzt zum Strand gehe. Wow. Sorry. Eigentlich wäre ich gerne durch das Tor oben gegangen. Ach komm, das wird jetzt noch. Oh oh. Okay, kein Fallschirm. Okay, das Ziel ist auf jeden Fall hinter dem Tor. Dann gehe ich da mal zum Tor. Und hab gerade gedacht, da läuft irgendwas jetzt. Ich wundere ein bisschen, wie lange die Fackel brennt. Oh, hi. So. Auf zum Tor in die Stadt oder was auch immer das hier zu sein war. Okay, es klingt ein bisschen windig hier. Aber hier ist ein Schlafplatz. Nach dem Essen. Nahrung zu mitnehmen. Und ein Schwert. Eine leere Flasche, die noch nicht. Rucksack, Rucksack ist mal. In der Hose ist erstmal gut zu trinken.
Hier ist es drin. Spitzenmäßig, da kann ich nämlich auch meine leeren Flaschen befüllen. Habe ich im Plural gesprochen? Schade. Und ich kann hier noch ein bisschen Schlaf nachholen, den ich nicht gesehen habe. Operator, wait.